Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier gemeinsam mit Erik und Nick beim Scaling to the Moon Podcast oder auf YouTube, wo auch immer du das siehst. Genau. Wir sprechen jetzt darüber, wie glaubst du dich zum Erfolg? Wow, dass wir mal über sowas sprechen würden. Also diese Folge wird nur leicht spirituell angehaucht sein, nicht zu 100%, weil Erik und ich gehören, ich würde sagen, zu einer gut ausbalancierten Mischung aus den Leuten, die halt voll in dem meditiert den ganzen Tag, glaubt den ganzen Tag und zieht dir deine Downloads aus dem Universum. Das sind wir nicht, okay? Wir sind aber auch nicht die Leute, die sagen, Gesetz der Anziehung und an etwas zu glauben, sich Intentionen zu setzen, sei voll der Humbug. Und es funktioniert nur mit harter Arbeit. Ich würde sagen, wir sind eine gesunde Mischung aus harter Arbeit, muss, ist Pflicht, Gas geben, Glauben hilft dir nichts, wenn du nicht auch hart arbeitest dafür. Aber eine Mischung auch aus, okay, pass auf, du solltest dich schon auch richtig polen. Du solltest schon auch in die richtige Richtung irgendwo deine Gedanken setzen und deine Grundintentionen, damit du es schaffst, auf einer bestimmten Ebene und Welle vibrieren, schwingen zu können und auch einfach die passenden Dinge anzuziehen. Und wie wir das machen, wie wir da rangehen an das Thema, wird dir jetzt einmal der Erik erklären und ich werde dann, sage ich mal, meinen Input wieder hinzufügen. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst. Genau, sehr cool. Also wie Nico schon gesagt hat, wir sind nicht die spirituellen Gurus, die dich jetzt über den Pfad des Lichts führen, sondern wir sind, glaube ich, wie gesagt, schon eine gute Mischung aus. Wir stecken die Arbeit rein, die es braucht, gerne auch mehr, aber eben auch gerne diese Tools, die es eben gibt. Meditation ist ein sehr cooles Tool, wenn du weißt, wie du es einsetzen musst, um eben noch ein bisschen mehr rauszuholen. Das ist, glaube ich, so die gute Mischung. Und wie ich gerade schon angesprochen habe, eine Sache, die ich ganz gerne mache, ist eine Runde Meditation. Das ist jetzt nicht, also falls du nie meditiert hast, das heißt nicht, ich setze mich jetzt mit einem weirden, hohen Schneidersitz und rufe ganz laut um. Meditation ist einfach nur, ich schalte ab. Oder ich sehe Dinge mir von außen an, ich überdenke Dinge anders. Was ich ganz gerne mache, ist ganz gerne morgens, nach dem Aufstehen direkt oder direkt abends vom Schlafen gehen. Oder eben, wenn ich am Tag einfach unfassbar viel Stress habe, so einen Kopf, verschiedene Aufgaben stehen an, diesen Druck, um dann mal runterzukommen, mit klarem Fokus zu arbeiten. Das mache ich ganz gerne. Meditation, ich schneide mir einfach meinen Noise-Canceling-Kopfhörer auf, dauert 10 Minuten, packe ich mir auf, manchmal eine halbe Stunde und versuche einfach mal runterzukommen, mal zu entspannen, nicht viel zu denken, hast du viel, viel klaren Kopf und auch über den ganzen Tag verteilt mehr Drive. Du brauchst ein bisschen weniger Schlaf, guter Vorteil, du bist nicht so emotional bei bestimmten Sachen. Das heißt, du behältst einen klaren, kühlen Kopf. Wenn es um wichtige Sachen geht, gerade wenn es ums Business geht, darfst du dich einfach nicht immer von Emotionen leiten lassen. Du musst manchmal einfach einen klaren, kühlen Kopf bewahren und Gas geben können, auch wenn andere Umstände es nicht erlauben eigentlich. Mhm. Das ist für mich ein sehr, sehr cooles Tool. Und um da jetzt nicht zu tief drauf einzugehen, einfach schneide die Kopfhörer auf, versuch mal 10 Minuten an nicht zu denken. Das klingt leicht, viel schwerer als man denkt. Es gibt auch ganz viele Videos, ich will dir jetzt hier kein Meditationstutorial geben, bin ich nicht der richtige Typ für. Ich kann nur sagen, wie ich es gerne mache. Und was ich auch noch ganz gerne mache, ist, mir verschiedene Tagesintents zu setzen. Also was ist ein Intent? Ein Intent ist, okay, ich möchte heute das und das und das erreichen. Grob gesagt. Was ich ganz gerne mache, wenn ich morgens aufstehe, ist mir zu überlegen, okay, am Ende des Tages, was habe ich heute alles erreicht? Das sind verschiedene Sachen. Das kann man nur sagen, okay, ich habe heute alle meine To-Dos erfolgreich abgehakt und fühle mich stolz und bin dankbar darüber, dass ich alles abhaken konnte. Das ist für mich ein Tagesintent. So, und wie mache ich das Ganze? Ich setze mich morgens hin. Und ich versuche mir vorzustellen, wie fühlt sich denn das an, wenn ich heute Abend mit dem ganzen Tag fertig bin? Wie fühle ich mich da? Und dann gehe ich verschiedene Szenarien durch. Szenario 1, gerade eben gesagt, ich habe alle meine ganzen To-Dos heute abgehakt. Ich sitze heute Abend da. Ich bin stolz darauf, dass der Tag so erfolgreich war. Es war ein cooler Tag, ich war gut gelaunt. Alle To-Dos abgehakt, ich fühle mich super. Dann stelle ich mir das vor und versuche das zu fühlen, was ich dann fühle, wenn es soweit ist. Also ich versuche mich emotional schon dahin zu versetzen, wo ich das fühle, wenn ich es schon erreicht habe. Und das ist ein Tagesintent. Das heißt nicht, dass ich das irgendwie aus dem Universum magisch anziehe, es passiert, ohne dass ich irgendwas mache. Das ist Schwachsinn. Gleichzeitig ist es aber so, wenn ich mir das selbst setze, Unterbewusstsein ist stärker, als du denkst. Je nachdem, wie dein Unterbewusstsein gepolt ist, wie du es einstimmst, dein Unterbewusstsein, führt es dazu, dass du anders arbeitest. Wenn du dir nur sagst, ey, heute Abend ist alles, was ich machen will, heute erledigt.
Unterbewusstsein weiß das und führt dazu, dass du automatisch ein bisschen produktiver arbeitest wahrscheinlich und einfach Sachen auch entspannter nimmst. Ein anderer guter Intent, den ich mir ganz, ganz oft setze, ist einfach, wenn heute stressige Situationen kommen, ich bleibe ruhig und entspannt und meiste alle Sachen easy. Weil wie oft hast du Sachen, wo einfach irgendwie, ja, sage ich mal, Sachen einfach passieren, unerwartet passieren, stressige Situationen kommen mit dazu, eigentlich ein entspannter Tag war geplant, plötzlich passiert das, das, das und das und du hast so einen Kopf und weißt gar nicht, wo du hingehen sollst jetzt, weil so viel gerade passiert ist, wie oft haben wir das? Wo wir einfach, ja, irgendwie den Wald voll lauter Bäumen nicht mehr sehen und du hast den ganzen Fokus verloren, es ist ein Scheißtag, denkst du, wie froh, der Scheißtag rum ist. Wenn du dir morgens eine Intention setzt, das wird ein geiler Tag, ich bin gut gelaunt, alle Sachen, die plötzlich auf mich zukommen, ey, easy, ich habe keinen Stress heute, ich meiste alles entspannt, heute Abend fühle ich mich gut. Wenn du das als Intent setzt, kann passieren, was will, dein Unterbewusstsein erinnert sich daran zurück und du fühlst dich bei vielen Sachen, wo du sonst wahrscheinlich ausgerastet wärst, einfach nur mal entspannter. Das heißt nicht, dass das Universum dich jetzt kontrolliert und diese ganzen Fäden anders zieht und dir Sachen einfach vor die Füße schmeißt, du wirst reich. Das ist Schwachsinn. Aber du kannst dein Unterbewusstsein auf Sachen einstimmen und reagierst dann auch ganz anders. Und so bleibe ich manchmal in extrem stressigen Situationen. Wir haben alle beide verdammt viel um die Ohren. Da kommen da mal Klienten, da kommen Anrufe rein, da kommen Termine, da ist immer das, da kommen Steuern. Da. Wir haben alle viel um die Ohren. So, und wenn man das nicht machen würde, würde man immer locker durchdrehen. Wenn wir uns dann morgens intent setzen, ey, heute wird ein geiler Tag, heute wird entspannt. Und heute Abend fühle ich mich gut, weil ich alle To-Dos erfolgreich abgehakt habe. Und dann fühle ich mich da rein, wie ich mich dann fühle. Mein Unterbewusstsein, wenn du Sachen fühlst, die speichert das Unterbewusstsein eher ab als Sachen, die du nur denkst und siehst. Wenn du Sachen wirklich fühlst und bist dankbar für irgendwas, was passiert ist, und Unterbewusstsein merkt das und merkt, ey, warte mal, das ist noch gar nicht passiert, aber der war schon dankbar für was, das passiert ist. Ich muss es möglich machen. Und dann hast du einen ganz anderen Drive den ganzen Tag über. Das wird nicht magisch passieren, aber die 5-10% extra, die kommen davon ganz gerne mal. Und dann bist du bei ganz vielen Sachen einfach anders drauf. Quasi das in Kombination mit Meditation, kann man auch gerne beides parallel machen zum Beispiel, ist für mich ein extrem gutes Tool, um einfach, wenn viele Sachen passieren, viel Stress um mich rum ist, viele Sachen anstehen, einfach entspannter zu bleiben, Sachen gelassener zu nehmen, mehr Fokus zu haben, wenn Sachen einfach gerade um mich rum passieren, wenn viele Sachen passieren, die dich emotional eigentlich beeinflussen würden, einfach Sachen, die du nicht kontrollieren kannst, weil es passieren immer wieder Sachen, die du nicht kontrollieren kannst. Du kannst nicht kontrollieren, was um dich rum passiert. Kannst du nicht, egal wie sehr du es versuchst. Sachen um dich rum kannst du nicht kontrollieren. Du kannst kontrollieren, wie du darauf reagierst. Und das ist der entscheidende Punkt. Es können so viele Sachen um dich rum passieren, egal ob das sehr, sehr schwere Trauerfälle sind. Ob das einfach, keine Ahnung, 5000 extra Termine, die plötzlich einfach da sind. Was weiß ich, was alles passieren kann? Du hast darauf keinen Einfluss. Die Sachen passieren, wenn sie passieren sollen. Du kannst es nicht irgendwie kontrollieren, ob jetzt heute ein Anruf reinkommt oder ob dir heute ein Klient absagt. Kannst du nicht kontrollieren. Du kannst kontrollieren, wie du damit umgehst. Ob dir das den ganzen Tag versaut und die nächsten 3 Wochen überhaupt keinen Fokus hast, alles schleifen lässt. Oder ob du sagst, ja, okay, scheiß drauf, kann ich nicht kontrollieren, weiter geht's, ist wieder Fokus und kommst schneller wieder voran. Das ist der große Unterschied. Und so polst du dich jeden Tag darauf, so zu reagieren. Das hat dann nichts mit irgendwie Spiri-Universum hilft dir. Einfach nur Unterbewusstsein programmierst du darauf. Ich reagiere auf alle Sachen, die ich nicht kontrollieren kann, entspannt und mach weiter. Das ist für mich ein krasser Gamechanger gewesen. Ja, also Erik hat da ganz viele gute Sachen gesagt. Was heißt denn Intent überhaupt? Intention. Das Wort Intention kennst du ja. Das heißt, du, wenn du eine Intention hast, ja, wenn du eine Facebook-Werbeanzeige schaltest, hast du die Intention, damit Geld zu verdienen, ja, damit Leads zu generieren, damit Follower aufzubauen. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, hast du die Intention, abzunehmen. Hast du die Intention, Muskeln aufzubauen? Hast du die Intention, dich besser zu fühlen? Und du kannst dir jeden Tag Intents setzen, diese Intentionen. Das heißt, dass du dich und deinen Fokus und auch deinen Körper in die Gefühlslage versetzt, dass etwas, was du haben willst, bereits passiert ist. Weil welche Intention setzt du, wenn du etwas willst? Ich will reich werden. Damit setzt du die Intention, dass du reich werden willst. Was kommt von wollen? Noch mehr wollen. Ich will, das heißt, du signalisierst, ich will noch mehr. Was kriegst du? Du kriegst noch mehr wollen. Wollen, 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 wollen. Was ist wollen? Wollen ist nicht, dass etwas in der Realität da ist, dass etwas schon geschehen ist. Das heißt, es geht darum, sich darauf zu polen und zu verstehen, dass alles, was du, dass alles schon da ist, weil anders gesagt, dass alles, was du willst, das Wollen rausnehmen und dich reinversetzen, dass es schon da ist. Ich bin bereits reich. Vielleicht nur noch nicht jetzt, aber ich bin es bereits. Und wenn ich meinen Weg weitergehe, dann wird das sich auch in der Realität manifestieren. Ich bin schlank. Ja?
auch wenn du es jetzt noch nicht bist, wird es passieren. In der Realität wird sich das manifestieren, wenn du dafür jetzt schon dankbar bist, wenn du diese Intention jetzt schon gesetzt hast dafür, ja. Jeden Tag, ich habe jeden Tag 20 neue Telefongespräche mit kaufhungrigen Interessenten, die bei mir mein 5.000-Euro-Programm buchen. Auch wenn du bisher noch keine einzigen Calls hast, wenn du das schon, wenn du diesen Intent schon setzt, das heißt, alles in die Realität sprichst, alles in die Realität holst, mit einem leichten Hauch Realismus bitte natürlich. Schreib dir nicht auf, ich bin morgen Milliardär. So, das ist halt ein bisschen fernab der Realität, außer für den einen oder anderen, wenn da die Gegebenheiten halt stimmen, ja. Sondern Dinge, die auch ein bisschen Realismus noch drin haben. Und wenn du dir dann morgens, so wie es Erik gesagt hat, das mache ich so gerne, morgens wirklich 10, 15 Minuten Zeit nimmst, dir einfach Sachen aufzuschreiben. Ich schreibe alles auf. Ich schreibe mir Sachen auf, die mir heute wichtig sind. Wenn ich weiß, ich habe heute 5 wichtige Termine, die alle, dann schreibe ich mir auf, heute habe ich 5 neue Kunden gewonnen, die mir Summe X bezahlen für Dienstleistung so und so. Und wir werden mit denen dieses und dieses Ergebnis erreichen. Ich habe mit denen noch nicht mal gesprochen. Ich habe schon morgens aufgeschrieben, dass ich sie gewonnen habe als Kunden. Ja, oder aufgeschrieben, was mein Ziel ist in diesem Gespräch und habe es schon in die Realität geschrieben im Prinzip. Das Gleiche kannst du für Dinge machen, die am selben Tag passieren, die erst in einer Woche passieren, die vielleicht erst in einem Jahr passieren oder von denen du noch nicht weißt, wann sie passieren werden, die einfach nur aufzuschreiben. Das ist eine gedopte Form von Zielen, weil bei Zielen signalisierst du, das willst du erreichen. Du solltest aber mit einer Intention signalisieren, dass du schon weißt, dass es bereits passiert ist, obwohl es das noch nicht ist. So und wenn du das halt machst, jeden Morgen beispielsweise oder abends, 10, 15 Minuten, dann ist das Schöne wirklich, ich schreibe mir das auf und ich fühle mich einfach gut danach. Und darum geht's halt, ja. Also du fühlst dich einfach gut, du hast einfach Lust auf den Tag. Und das Wichtige ist halt, dich auch von der Erwartung dann zu lösen. Also erwarte nicht, dass das dann passiert, sondern du musst wissen, dass es schon da ist. Ja, du musst einfach für dich wissen, dass es schon da ist und dich von dieser Erwartung lösen, dass es dann auch passiert, weil diese Erwartung wird dich dann unglücklich machen, weil du dann wieder in diesen Wollen-Zustand kommst, wieder in diesen Zustand kommst, etwas zu wollen. Das heißt, du signalisierst Verlust, signalisierst, dass dir etwas fehlt und dann wirst du noch mehr davon bekommen. Es geht stattdessen eher darum, dich wirklich gefühlstechnisch in die Fülle zu bringen. Das heißt, dass du fühlst, dass es dir gut geht, dass du fühlst, dass du alles hast. Dass du fühlst, dass die Dinge einfach dir zuspielen und passieren. Aber nur in Kombination natürlich auch damit, dass du dann auch arbeitest, dass du dann auch die nötigen Sachen machst. Du brauchst dich nicht auf die Couch zu setzen, zu schreiben, ich bin schlank und dann nicht ins Gym zu gehen oder dich sauber zu ernähren. Oder aufzuschreiben, diesen Monat habe ich bereits 100.000 Euro verdient und dann halt auch nichts zu machen. Du musst es schon selber auch dann in die Realität noch mit reinholen. Aber das allein war für uns ein totaler Gamechanger. Und dadurch, dass ich das schon so eine Weile mache, spreche ich auch mittlerweile so. Also das heißt, wenn ich mit Leuten rede oder wenn ich mit mir selber im Dialog bin, dann spreche ich immer so, als ob die Dinge schon passiert sind. Und dann sagen die manchmal, auch mit Erik manchmal ganz lustig, dann sagt er, was meinst du? Ich sage, ja, ist schon da, ist schon passiert. Also, ja, ein wichtiger Punkt ist jetzt wir geben dir jetzt keine Garantie, dass es spirituell plötzlich vor die Füße geschmissen wird, aber... Ne, was wir haben keine Ahnung, ob es sowas Höheres gibt. Weiß keiner von uns. Haben wir keine Ahnung. Außer die Leute, die Downloads receiven. Ja, genau. So, aber das ist große Aber. Selbst wenn es das nicht gibt und es gibt den ganzen Scheiß, gibt es nicht. Und es führt nur dazu, dass ich mich jeden Morgen, nachdem ich 10 Minuten gemacht habe, mich einfach geil fühle. Mir geht's gut, ich bin glücklich, mir macht Spaß, was ich mache. Wenn es nur das ist und nichts anderes, dann ist es das vollkommen wert. Ja. Weil, noch eine Sache vielleicht kurz, was ich nicht mehr kurz vergessen. Warum, also gerade für die ganzen Selbstständigen, warum bist du selbstständig geworden? Du bist nicht selbstständig geworden, dass du in Stress ersäufst und es dir scheiße geht, du hast nur alles weh, du bist komplett verkrampft, du hast nur Stress. Das ist nicht der Grund, warum du selbstständig geworden bist, warum du das tust, was du gerade tust. Der Grund, warum du das tust, weil es dir verdammt nochmal Spaß macht und du nach deiner Zukunft siehst und es gerne mehr machen möchtest. Und deswegen machst du das. Das hat einen Grund. Der Grund ist nicht, ich habe sau Bock auf 18-Stunden-Tage mit Stress danach, schlecht gelaunt und halb am Heulen ins Bett zu gehen, morgen um 5 wieder aufzustehen. Das ist nicht der Grund. Du machst es, weil es dir Spaß macht. Deswegen, wenn es nur dazu führt, dass du jeden Morgen denkst, heute wird ein echt geiler Tag, ich habe echt Bock darauf. Wenn es nur das ist, lohnt es sich schon. Und wenn es mehr ist, umso besser. Aber wenn nicht, scheißegal, du hast jeden Morgen Bock, dir geht es jeden Morgen gut, du bist jeden Morgen gut gelaunt, dir geht super.
Das ist das höchste Gut, was du haben kannst. Also eine Buch- oder Hörbuchempfehlung dazu wäre Denke nach und werde reich, Think and Grow Rich. Das ist eigentlich so der Klassiker, den jeder mal gelesen oder gehört haben sollte, wo wirklich Napoleon Hill, einer der großen Vordenker, was auch das Thema Autosuggestion, Unterbewusstsein und so weiter angeht, da bleibt mir immer diese Geschichte seines Sohnes im Kopf so hängen, wo sein Sohn eben auf die Welt gekommen ist und einfach nicht hören konnte. Er war hörbehindert und er dann irgendwann mit 20, 21 über das, was sein Vater, der Napoleon Hill, mit ihm alles gemacht hat, eben also im wörtlichen Sinne, im Glaubenssinne und auch im Handlungssinne, das dazu geführt hat, dass er dann später hören konnte. Nichtsdestotrotz muss man das Buch einfach mal nur gelesen haben oder gehört haben, um dieses Grundkonzept zu verstehen. Und dann kannst du immer noch entscheiden, findest du das Grundkonzept cool und was willst du davon umsetzen? Weil Erik und ich sind auch nicht so, dass wir uns alles anhören und durchlesen und sagen, wir nehmen alles davon, so wie es ist. Sondern man guckt halt, okay, womit fühle ich mich d'accord, was finde ich geil davon, und dann nimmt man es halt mit auf ins Leben und probiert es halt mal aus und dann wirst du halt sehen, dass das passiert. Das war auch schon vor Jahren so, da habe ich mir den Intent mal gesetzt gehabt. Diese Woche buche ich 11.372 Euro oder so waren das, buche ich auf meinem Konto. Diese Woche. So. Und dann hatte ich auf einem Konto an einem Tag mal 6.000 Euro und ein paar zerquetschte. Und auf dem anderen Konto über 5.000 Euro drauf. Und dann habe ich mir so gedacht, warte mal, ich habe meine Intents aufgeschrieben, habe geguckt, was habe ich mir davor aufgeschrieben. Ich so, diese Woche 11.372 Euro. Dann gucke ich auf das eine Konto, sehe über 6.000 sind Neueingang gewesen. Und gucke aufs andere, über 5.000 sind Neueingang gewesen. Also es ist schon ein Weilchen her, die Neueingänge sind diese Wochen natürlich immer deutlich höher. Aber dann sehe ich das, dass es fast exakt dieselbe Zahl ist. Und ich denke mir so, das kann es doch nicht sein. Und das waren nicht Eingänge, die schon klar waren, dass sie kommen werden, als ich mir das aufgeschrieben habe. Sondern es waren neue Zahlungseingänge, neue Buchungen von Businesses, die wir da neu aufgebaut haben oder die ich gemacht habe oder Kunden, die ich gewonnen habe. Und dann denkst du so, okay, wow, es ist ein bisschen Magie drin einfach. Ja. Und das kannst du auch mit ganz vielen anderen Sachen machen. Dann beobachtest du halt, okay, es passiert. Jetzt ist natürlich die Frage, was kam zuerst, die Henne oder das Ei? Ja, also wäre es auch passiert, wenn du dir den Intent nicht gesetzt hast oder nicht? Naja, das wirst du halt nur wissen, wenn du das halt mal durchtestest. Aber im Endeffekt ist das so dieses kleine bisschen, was wir dir noch mitgeben wollen, für ein geileres, besseres Gefühl für dich und auch dieses eigene Commitment jeden Tag zu stärken, genau, ja. Und dich und dein Unterbewusstsein einfach zu polen, zu primen auf das, was du vorhast, dort, wo du hinkommen möchtest, wo du hingehen willst, na, diesen Fokus einfach auch ein bisschen mehr zu schärfen. Genau. So sieht's aus. Kannst du noch was zu ergänzen? Nee, war alles mit dabei. Vielleicht aber nochmal das nochmal kurz bestärken. Das ist keine spirituelle Garantie. Es gibt solche bestimmte Szenarien, wie Nick gerade mir erzählt hat, wo wirklich Sachen, die super weird sind, passieren. So Dinge hatte ich auch schon, wo ich mit einem, das ist schon ein paar Jahre her, mit einem 1:1-Klienten zusammengearbeitet habe und die Anzeigen haben einfach nicht funktioniert. Verdammte Scheiße. Morgens in den Tank gesagt, ey, heute kommt da 2 Leads rein, ich gehe an den Laptop, 2 Leads waren da und es kamen auch keine mehr, es waren genau 2, solche Sachen hatte ich auch schon. Aber selbst wenn das alles nicht gibt, das sind alles nur Zufälle, solange es nur dazu führt, dass du morgens glücklich an die Arbeit gehst, dir macht Spaß, du fühlst dich den ganzen Tag über gut, dir geht's gut, ist es das schon 100.000 Mal wert. Alles, was on top kommt, ist cool. Und wenn so nicht, ist auch cool. Cool, an der Stelle sind wir raus. Wir freuen uns von dir in der nächsten Folge zu hören. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, kommentierst und teil deine Gedanken und Erfahrungen. Egal, ob du sie uns bei Insta schreibst, per E-Mail antwortest oder hier irgendwo in den Kommentarfeldern da lässt. Und wenn du Bock hast, mit uns näher zusammenzuarbeiten, dann hast du jederzeit die Möglichkeit, mit uns ein Gespräch zu buchen, wo wir dann konkret angucken, was machst du gerade, wo soll es hingehen und das auseinandernehmen und besser wieder zusammenbauen. Und so sieht's aus. An der Stelle freue ich mich darauf. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sicher dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst.